Willkommen in der Pfarrei Bruder Klaus zu Bern. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị từ nhà thờ Bruder Klaus. Welcome to the English speaking community of the Bruder Klaus Parish in Bern. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam serdecznie w parafii Bruder Klaus. Grüß euch und herzlich willkommen in Pfarrei Bruder Klaus. Herzlich willkommen in der Kirche Bruder Klaus in Bern im Ostring. Mein Name ist Remo Koller. Ich bin verheiratet mit Andrea seit beinahe 35 Jahren. Wir kommen beide aus einer katholischen Familie. Ich komme ab und zu in diese Kirche, hauptsächlich um die Predigt oder die Predigten des Pfarrers Bötticher zu hören. Zu Beginn unserer Bernzeit sind wir jeweils quer durch die Stadt in die Dreifaltigkeitskirche gegangen, aber es ist hier viel näher und ich bin eigentlich überzeugt, dass man in der Nähe bleiben sollte, weil hier die Leute kommen aus dem Quartier, man kennt sich, man sieht sich, gibt noch einen Schwatz nach der Messe und das ist eigentlich der Grund, warum wir hierher kommen zur Messe. Tag wohl bei den Ministranten im Brüderklaus. Ich bin Janosch Imhoff, ich bin hier in der Pfarrei Brüderklaus in Bern Oberministrant und ministriere bereits seit 10 Jahren hier. Die Kirche ist sehr gross. Es hat natürlich sehr viel Platz für sehr viele Leute. Das sieht man natürlich an den grossen Festen, zum Beispiel Ostern und auch Weihnachten. Und da sieht man auch wirklich, wie viele Leute es in der Kirche, in der Pfarrei auch Platz hat. Und das macht natürlich als Ministrant sehr viel Spaß, da wir auch für so viele Leute messen dürfen. Die Akustik ist nicht überragend, stört mich aber nicht. Ich bin ja nicht in einer Konzerthalle. Das Licht wäre am schönsten, dass das von hinten kommt, aber das sieht man ja als normaler Kirchenbesucher nicht, weil man blickt zum Altar respektive zum Pfarrer, wenn er predigt. Und die Ablenkung ist sehr, sehr bescheiden, weil die Kirche schlicht ist, weil die Kirche kühl bis kalt ist. In einer barocken Kirche, ich bin in St. Gallen in die Klosterschule gegangen und dort ist die Kirche wirklich barock. Da konnte man dann problemlos in den Himmel schauen, sich ablenken lassen visuell, die Ohren zuhalten und einfach die Gemälde anschauen, studieren. Und so war die Ablenkung sehr, sehr viel größer als hier in dieser Kirche. Wenn ich jetzt das zum Beispiel mit den anderen Kirchen, zum Beispiel in Rom mit dem Petersdom vergleiche, muss ich schon sagen, dass unser Bau ein bisschen schlicht ist. Aber das ist eigentlich auch gut, weil die Elemente, die Ornamente, die wir haben, die stechen dann eigentlich besonders vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Empore mit den Orgeln und der Rosette anschaue, also ich als Ministrant sehe das natürlich immer direkt und das ist natürlich sehr schön. Die Rosette hat natürlich auch unser Patron, der Bruder Klaus in der Mitte und das Mosaik und all die Farben mit dem Licht, das sticht sehr vor und sehr schön. Ja, mit der Zeit gewöhnt man sich an diese Schlichtheit. Und die Schlichtheit von Altar, von Katheter und diese Ruhe, die Ruhe, die da ausgestrahlt wird vom Altarraum, ich glaube, die ist schon sehr angenehm. Man kann sich dann viel besser auf die Worte des Pfarrers, solange es ein guter Pfarrer ist, konzentrieren. Herr Bettische ist natürlich auch ein sehr guter Grund, weshalb ich auch hier in die Kirche komme. Herr Bettische macht sehr gute, kurze und prägnante Predigen, so wie man es eben im Wallis auch möchte. Dazu habe ich auch von meinem guten Freund noch so ein kleiner Spruch. Er hat mir mal erzählt, die Predigt ist eben so aufgestellt, 5 Minuten bei einer Predigt ist für den lieben Gott, 10 Minuten ist für die Katz und 15 Minuten ist für den Teufel. Und deshalb finde ich auch die Predigen hier bei Bettische, Pfarr Bettische, sehr gut. Kurz und prägnant.
Ich finde Ministerien wirklich cool. Ich mache es jetzt eben schon seit 10 Jahren. Und ich finde es eigentlich wirklich schön, die Kleinen auch vorne mitzubringen. Dann können sie auch mithelfen während dem Gottesdienst, dem lieben Gott auch helfen. Für das Beten komme ich gerne auch in die Kirche, aber beten kann ich auch grundsätzlich zu Hause. Und die Kirche ist für mich der Ort, wo man mit der Gemeinschaft zusammen eben betet und auch zusammenkommt und auch ein bisschen erzählt. Das ist für mich grundsätzlich die Kirche. Die Kirche ist für mich natürlich auch das Gebäude, aber es sind auch die Leute. Deshalb mag ich in die Kirche zu kommen.